Can Batman escape? One hint, the worst is yet to come. Und es ward dunkel im Gothamland bei Let's Play. Kistenmann, ich hab Angst. Whoop, whoop. Oh mein Gott, whoop. Oh mein Gott, whoop. Oh mein Gott. Okay, es ist Zeit, in den Krieg zu ziehen. Ich hoffe, ihr mögt Bosse. Wie dumm von dir, dein Gesicht schon wieder zu zeigen, Bertmann. Ich werde dir zurückzahlen, alles für die Trauer, die du mir gegeben hast. Ich werde deinen Vogel zurück in sein Nest schicken. Skri! Was ist Skri? Oh, Fettenwurf! Der Fettenwurfverein? Ey, wieso fliegst du jetzt schon? Ich will Fettenwurf machen, so! Die neue Yeti... Habt ihr gesehen, wie ich dem ausgewichen bin? Ich weiß nie, wann er wegfliegt. Das ist blöd. Aber jetzt fliegst du noch weiter. Der Yeti Sports Ersatz. Dammit. So, jetzt tritt in die... Das darf nicht... Ach so, wenn ich ihm zu nahe komme, dann fliegt er weg. Was? Das habe ich noch nie von ihm erlebt. Nur weil ich Fettenwurf machen will. Hier, dann fliegst du eben so vorbei. Jetzt zack, zack, zack. Schelle links, Schelle rechts. Eine gute Kombination. Ich glaube, wenn ich ihn dreimal zumindest... Das ist das, woran ich mich erinnere. Was zum? Das, tja. Okay, den Kinguin, wollte ich jetzt schon sagen. Den Pinguin... Fark. Vergessen wir am besten. Stirbst du jetzt mal, Junge? Danke. Wir müssen noch ein paar andere Bosse erledigen. Ja. Abgesehen, glaube ich, von einer Ausnahme dürfen wir gegen jeden Boss kämpfen, den wir in diesem Spiel besiegt haben. Schön, dass Frigido sich daraus entzieht. Ich gebe dir eine große Dosis von meinem Spezialgas. Du solltest ein paar neue Tricks lernen, Scarecrow. Ich habe sie auch gelernt, wobei dieser Kampf ist wesentlich einfacher als die Variante auf dem Flugschiff, wenn man, oder auf dem Katzenpalast. Weil man ihm einfach... Ja, das Problem ist, wenn man ihm zu nahe kommt, bevor er quasi in den Angriffsmodus übergeht, aus seinem Verteidigungsmodus oder der ausgespielten Fallenkarte, dann kann man ihm hier eigentlich ganz gut eine überbraten. Man geht da ein bisschen weg, dann fühlt er sich wieder in Sicherheit und dann springt er nicht auf die andere Seite des Bildschirms, abgesehen von uns. Dann ist er viel einfacher als der blöde Fettwurfmeister. Doch was könnte noch fetter sein als der Pinguin? Weil er eventuell einer der schrecklichsten Gegner, der sich Batman jemals erwehren musste. Sein eigenes Fett. Batman, ich werde dich zerschmettern. Ich werde niemanden in meinem Weg stehen lassen. Lehmgesicht, denkst du wirklich, du kannst mich schlagen so einfach? Ja. 1, 2, 3. Okay, jetzt ist er im Boden. Dingsmodus und er kann zwei Angriffe und er kann neben dem Bodenwischer auch den Bodenfettroller und irgendwie shit irgendwie irgendwie macht er wohl diesen dicken fetten Werfer. Okay, da wollte ich zu viel. Ich hoffe, ich kriege den Kampf auch irgendwie. 1, 2, 3, 4. Und jetzt springen! Einmal! Ah, da fällt er schon vor sich in sich zusammen. Clayface war damals in der Batman... Mist. In der Batman-Serie habe ich mir gedacht, oh, was hat sich Batman da für einen Gegner angelacht? Den hielt ich quasi für unbesiegbar. Und hier ist es quasi ein Schatten seiner selbst. Also, da habe ich mir ein bisschen mehr von versprochen. Auch wenn man wegen der Schüsse und des Rollmanövers doch ein bisschen sehr präzise vorgehen muss. Sonst weiß ich es nicht genau. Ich glaube, ein bisschen anders, vorsichtiger vorgehen muss. Und da sinkt er in sich zusammen. Ansonsten bin ich jetzt gerade am Überlegen, ob ich vielleicht mal einen Freitod sterben soll. Das Level-Design in diesem Level ist nicht so besonders gut designt. Also meiner Meinung nach. Das Ding ist mehr oder weniger vollständig drumherum designt worden. Um die Bosse. Da gibt es viele Bosse. Und ja gut, das hier ist... Ja, wisst ihr was? Es ist mir egal. Ich sterbe jetzt und das hat einen ganz besonderen Grund. Es gibt nur einen einzigen... Ich bin mir nicht sicher, ob das der Unterschied zum Hard Mode ist, aber ich habe beim Pinguin zu sehr versagt. Und jetzt bei Clayface, ich meine bei Lehmgesicht,
auch ein bisschen zu viel reingebrutzelt bekommen. Nämlich das Problem ist, wir haben nur einen einzigen Checkpoint in diesem Level. Und das ist der, wo ich gerade gewesen bin. Und alle anderen Bosse, die hier noch anfallen, muss ich nach dem Ableben jedes Mal wieder besiegen. Katzenfrau, warum bist du hier? Bandman, ich möchte dich nicht bekämpfen, aber ich möchte niemanden in meinem Weg stehen lassen. Dann... One Ulk. Jetzt muss ich gucken, was ich hier einigermaßen gescheit... Sie in die Ecke, in die Besenkammer trete, in die sie reingehört. Oder ist da hinten die Küche, die angeliefert wurde? Man weiß es nicht. Es gibt verschiedene Manöver, die man hier benutzen kann. Und ja, wenn man sich das so vorstellt, ja, Bosse, wenn man es hinkriegt, ihre AI irgendwie auszumanövrieren, die Timings hinkriegt, die jetzt hier nicht so ganz furchtbar schwer sind, sind die meisten Bosse in diesem Spiel kein großes Problem. Wahrlich kein großes Problem. Ansonsten weiß ich nicht genau, wie... Oh, sie mag mich. Sie mag mich. Seht ihr? Sie schreckt mir ihr Fell entgegen, damit ich es streiche. Jedenfalls, ja. Bosse. Also ich meine, jetzt hier für das letzte Level bin ich da jetzt wirklich nicht böse drum. Wirklich nicht. Weil das wäre dann doch ein bisschen schwer. Sehr schwer. Ansonsten weiß ich noch nicht, was ich davon halten soll, dass sie neue Freunde mitbringen. Beispielsweise den hier. Es ist der richtige Batman, verdammt! Ich werde dich zur Ruhe bringen, genau hier! Wir müssen hier ein bisschen laufen, damit er nicht gegen uns fliegt. Urks! Und er kann... Okay, das war schlecht. Ich hoffe, ich kriege das noch besser hin. So, ich nehme mich wieder hier hin, dann lasse ich ein bisschen anfliegen, damit ich schön in der Mitte stehe. Und reagieren kann! Und reagieren kann! Und... Ah, Mist. Er kann... Okay, kommt nochmal. Klingt irgendwie wie... Keine Ahnung. Wie... Der Raberaps. Ravenite, nimmermehr. Ich habe schon lange nicht mehr gesagt, Ravenite. Oh, jetzt habe ich das Timing drin. So, ich gehe dann ein bisschen in die andere Richtung, falls der, wie heißt das, von der anderen Richtung kommt. Er ist in die Mitte und dann, bam. Okay, das war's schon. Mein Navi ist ausgefallen. Wenn er das mal nicht überlebt hat. Ich hoffe, die Polizei steht schon. Und warum die Polizei überhaupt nicht mehr reinkommt. Und warum Frigido mich hier alleine kämpfen lässt, das ist ja auch... Freunde, ja, das sind Freunde. Und das ist Nutti. Die Sheriffin. Ladies and Gentlemen, es ist mir ein Vergnügen, vorzustellen, unseren Liebsten und meinen Einzigartigsten, den Einzigen, den Joker. Yay! Oh, Joker Stunts! Tut mir leid, dich warten zu lassen. Heute würde ich, mag ich es dir zu bringen, Betsy, ein bisschen guten, altehrwürdigen Schmerz. Bist du bereit? Gib auf, bevor es zu spät ist, Joker. Willkommen zum schwersten Endkampf im gesamten Spiel. So, Schmerzensschreie, MK2. Moment. Au! Ja. Ich meine, ich mag's irgendwie. Der Joker sieht knuffig aus mit seinem Helm. Lord Joker-Helmchen oder irgendwie sowas. Aber das ist... Ich meine, ich mag's, dass sie ihm noch was gegeben haben. Dass er nicht so... Obwohl, nicht so ganz so ablust wie beim ersten Mal. Aber beim ersten Mal haben sie ihm eine fucking Achterbahn gegeben. Mit Instant-Death-Lutschern. Der Kampf war schwer. Ups. Das wäre ich beinahe. Ich glaube, man kann ihm nicht noch einen reinwürgen, wenn er wegfliegt. Nein, das ist nicht drin. Deswegen hin und her voll. Ah, und jetzt ist er wieder im Achterbahnmodus. Und das bedeutet, ohne die Herausforderung des umhergehenden Levels ist er. Hey, wenn ich da mal zutrete und zuhaue, ist er ähnlich wie die Vogelscheuche ein bisschen Opferlamm. Ja, also, ich sag mal so, die Kämpfe gegen Scarecrow und den Joker werden dadurch schwer, weil die Umgebung, also das Level und drumherum, nicht so ganz einfach ist, worauf man sich erstmal einlassen muss. Wo man ein bisschen mit den Spielmechaniken rumhantieren muss. Ey, verdammt, manchmal ist das Problem hierbei, dass Berntman sich ein bisschen langsam umdreht. Vielleicht hat er gestern Abend ein bisschen Berntbier zu viel getrunken. Ja, ansonsten, wie gesagt... So ganz überdrüssig bin ich dessen hier nicht, dass die Bosse dann doch relativ einfach sind. Wobei ich beim, wie heißt es, beim Testrun, hola, hola, was macht er denn? Er haut, das können wir vielleicht mal zeigen. Er haut, er schmeißt Bomben, die explodieren in mir. Moment, ich könnte mal meine Sterne schmeißen. Wozu habe ich sie denn? Wenn ich sie denn schmeiße, benutze es.
Ja, genau. Oh, cool, ich kann die Bomben damit zurückschmeißen. Ich hoffe, ich werde jetzt nicht... Oh, okay, das geht. Ich wollte nur ein bisschen mal zeigen, was er denn noch kann. Ich hatte noch ein bisschen Lebenspunkte übrig. Und damit ist der Abschaum von Gotham City erlegt. Und Bantman macht Feierabend. Wozu jetzt noch Punkte? Ich habe keine Ahnung. Warum kein Mr. Freeze dabei ist? Erstaunlich, Master Bruce. Gotham City ist frei vom bösen Einfluss dieses Abschaums. Ja, Alfred. Ich glaube nicht, dass sie uns wieder einmal zu schaffen machen. Aber wir müssen immer auf der Hut sein. Du weißt nie, wann ein Gegner plötzlich auftaucht. Ja, Master Bruce. Aber ihr macht euch keine Sorgen. Ihr werdet euch Sorgen machen, wenn die Zeit kommt, nicht wahr? Darauf kannst du wetten. Und das war's. Die Abenteuer von Bantman und Frigidor. Oder auch genannt Batman und Robin. Beim Tagging der Videos muss ich echt die ganze Zeit an mich halten, nicht Bantman zu schreiben, anstatt Batman. Ja, aber das ist jetzt fast vorbei. Zum Glück. Ja, auch wenn das Spiel hier innerhalb der Kommentare recht die Kritik geerntet hat, zumindest was dabei so ein bisschen rumkam, wie von The Darken, ich finde auch den Stil wundervoll getroffen der Serie hier. Für mich ein sehr spaßiges Spiel, nicht gerade ganz einfach. Eventuell bin ich einfach nur blöd und deswegen ist es für mich nicht ganz so einfach oder gehört für mich zu den schwereren Spielen. Oder aber es ist so ein Titel, den man mal gespielt haben muss, um festzustellen, oh. Die Tatsache, dass ich so lahm bin und das Spiel quasi lahm ist, ist jetzt im Falle von... Ich kann mich vor diesem Schussangriff ducken? Okay, das wusste ich nicht. Skrie-Neid greift mich an. Nein, das zählt auch nicht. Okay, hier sieht man noch ein bisschen was von dem, was die Gegner tatsächlich können oder so tun, auch wenn ich mich... Oh, ich will sie aufstreicheln. Der Pussy. Nein, doch, wir wollen es alle. Ja, offensichtlich ist Two-Face in seinem Wagen explodiert. Oder es lag einfach daran, dass sie keinen Kampfsprite mit Kampfanimationen und sowas dafür entwickelt haben und deswegen auf die Anwesenheit von Two-Face verzichten. Ansonsten, also ich fand jetzt beispielsweise auch diesen Kampfbildschirm hier, also was heißt diese Kampfarena. Ach so, so ist das gedacht, dass ich den Schüssen ausweiche? Wirklich? Bei dem Rumgewackel, wo man nicht sicher gehen kann, ob man gerade in dem Moment noch nach oben auch vom Flügel her. Hey, hör auf, Norton! Nach oben her. Gedrückt wird und dann einfach in einen Schuss, in ein Projektil rein. Danke, Spiel! Genau deswegen mag ich es nicht. Ansonsten Riddler auch nicht aufgetaucht, weil er hat kein Cyberspace. Ja. Vielleicht hat er auch seine eigenen Daten gelöscht oder er hat eine gute Firewall, ich weiß es nicht. Oh, Clayface, den fand ich damals in der Serie cool. Also ich fand ihn so, das war so der Übermächtige. Ich weiß gar nicht mehr genau, wie Batman den überhaupt klar gemacht hat. Ja. Zumindest sieht er für mich auch hier in der Einstellung so ein bisschen so aus wie einer dieser Sanddämonen oder dieser Sandmänner. Aus The Legend of Zelda, A Link to the Past. Wobei, Link to the Past erinnert mich daran, dass der ein oder andere User mal geschrieben hat, es wird langsam mal wieder Zeit für ein Zelda-Spiel, Bernd. Willst du... Man-Bat? Wirklich? Man-Bat? Wirklich? Also... Ah, okay. Ja, passt irgendwie dann vielleicht auch doch. Link to the Past... Ja, ich liebe das Spiel. Von daher wird's passen, aber... Dich haben so viele gemacht. Und... Ich find's ein bisschen lächerlich, dass... Die gute Barbara und der liebe Gordon hier nur in Form von, ja, von Opfern auftauchen. Ich finde, da sieht Barbara ein bisschen aus wie Mary Jane Watson oder irgendwie sowas. Und danke, Frigidor, dass du mich so zu meiner schwersten Stunde allein gelassen hast. Bin gerade am Überlegen, ob ich das Gauntlet am Ende vielleicht... Ja, grinse nur selbstverliebt. Oh. Wer sieht gut aus? Wer hat Geheimratsecken? Nicht ich! Aha, okay. Das ist der Gott, der Geheimratseng. Ja. Jetzt bin ich gerade überlegen, was wolltest du sagen? Naja, jedenfalls, ich mag das Spiel. Ich find's auch cool, dass der Alfred
okay. Ich find's auch cool, dass das Spiel den Soundtrack quasi die Serie ausgezeichnet, wobei das Titelthema ist ja, glaube ich, aus den 80er-Jahre Batman-Filmen. Batman und Batmans Rückkehr von Danny Elfman. Quasi entliehen oder irgendwie sowas. Und ich liebe das Teil. Ich liebe diesen Soundtrack und das war's dann wohl. Die Abenteuer. Ja, okay, es ist nur die Super Nintendo-Version davon. Das Original klingt natürlich viel besser, aber sie haben es gut umgesetzt. Sie haben den Stil der Serie gut eingefangen, meiner Meinung nach, und daraus ein sehr schönes und abwechslungsreiches Spielchen gemacht. Okay, die Standardgegner nicht unbedingt, aber die sind auch nur... Ja, sehen wir es mal so, wie es ist. Das erste Level, okay, da laufen die das erste Mal rum, da reichen sie aus. Das zweite Level gibt's andere. Im dritten Level ist es mehr auf Suche und Finde. Auch wenn, ich mag das dritte Level nicht, war ja auch mit Abstand das längste. Ich hätte gedacht, dass das Cyberspace-Level mit dem Riddler ein bisschen länger dauert, aber nein. Das Suchen und, dabei hat das Suchen und Finden sogar richtig geklappt. Das hätte noch länger dauern können. Je nachdem, wo die Geiseln jetzt hingesetzt worden wären. Auf all, wirklich, wenn die super verteilt gewesen wären, hätte es noch länger gedauert. Wobei, das dritte Level finde ich wirklich etwas lahm. Das finde ich auch langweilig, auch wenn ich es spiele. Level 4, voll herum um Catwoman gebaut. Das braucht auch keine Standardgegner. Level 5 ist das Autorennen. Das ist ja wirklich auch wieder was komplett anderes. Level 6, könnte man sich jetzt fragen, hätten sie auch noch irgendwie so eine Sequenz wie das Bernd-Mobil oder wie diese Bernd-Mobil-Sequenz einbauen sollen können in das Level? Vielleicht, ja. Aber trotzdem, also, auch wenn das jetzt vielleicht wenig nach wenig klingt, aber diese Sequenz mit dem Bernd-Zeug und danach das Schwingen unterhalb des Zeppelins kommt gut. Ist auch nicht so ganz einfach, finde ich. Also man muss schon zum richtigen, man darf nicht zu früh den Schwingen-Knopf drücken, man darf nicht zu spät den Schwingen-Knopf drücken und fertig. Der Garriott hatte mich ja darauf hingewiesen, es gibt noch andere The Adventures of Batman und Robin Spiele, unter anderem für das Sega Mega Drive. Ich habe da mal reingespielt und es ist ganz anders. Bin am überlegen, ob ich einfach mal eine Folge draus mache, um da mal den Unterschied zu zeigen, weil da schaffe ich nicht mal das erste Level. Das ist schwer. Damit komme ich nicht klar. Ich habe mal reingespielt und boah, das ist so ein Arcade-Klopper. Also wem das jetzt zu lahm ist, der wird eventuell daran mehr seinen Gefallen finden. Yay, ich habe 77.800 Punkte. Und kriege noch ein schönes Artwork. Ansonsten war's das? Weiß es nicht, ob es irgendwie einen Unterschied gibt oder ob das Vorstellen des Casts, was man gesehen hat, ist exklusiv ist für den Hard Mode. Weiß ich jetzt nicht. Ich habe das Spiel, glaube ich, noch nie im Hard Mode durchgespielt. Vorher und ich erinnere mich auch nicht mehr an die normalen Durchgänge von Berntman und Frigidor. Ich hoffe, ihr hattet so ein bisschen Spaß beim Zugucken, auch wenn das Spiel für euch ein bisschen zu lahm, zu scheiße ausgesehen hat. Mir hat's Spaß gemacht, sehr viel Spaß gemacht. Und bis zum nächsten Mal dann. Auf Wiedersehen.